Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute über das Thema Checklisten reden. Was genau ist das? Warum ist es sinnvoll, sich sowas anzuschaffen? Viel Spaß dabei. Abonnier uns auf jeden Fall, gib uns ein Like und dann sehen wir uns gleich im Video wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist immer noch Nico Becker und ja, wir werden heute über das Thema Checklisten sprechen. Hast du schon ein, zwei Mal auf diesem Kanal mit Sicherheit mitbekommen? Ist aber wirklich ein Thema, was dir unglaublich viel Arbeit, Zeit und Geld ersparen kann. Deswegen wollen wir das heute nochmal aufnehmen. Vielleicht erstmal zu der Erklärung, gut, was eine Checkliste ist, das wirst du mit Sicherheit wissen. Aber die Frage ist immer, was ist eine Checkliste wirklich? Und wir haben bei uns mal die Definition aufgestellt, eine Checkliste ist eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Fehlern, die in der Vergangenheit passiert sind. Das heißt, du hast ja in einem Unternehmen hunderte, tausende Prozesse und bei diesen Prozessen können Fehler auftreten. Das kann bei der Abnahme von einem Produkt sein, das kann beim Erstellen einer Rechnung sein, das kann alles Mögliche sein letzten Endes. Und eine Checkliste hat jetzt den Sinn und den Zweck, diesen Fehler von mir aus aufzuschreiben, damit er das nächste Mal nicht passiert. So. Wo werden Checklisten auch noch sehr gerne verwendet oder wo ist es gut, das nachzuvollziehen? Zum Beispiel beim Flugzeugstart. Ja, wenn ein Flugzeug starten müsste, dann müssen ganz viele Knöpfe gedrückt werden, ganz viele Hebel müssen umgeschaltet werden. Und man kann sich das letzten Endes so vorstellen. Zwei Piloten sitzen in einem Cockpit, das Flugzeug fliegt nicht los. Das heißt, auf der Checkliste ist der Punkt 1 irgendwie Gas geben oder Bremsen lösen oder was auch immer. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist die Bremse lösen. Flugzeug fliegt immer noch nicht los. Das heißt, das Nächste, was ich mache, ist, den Gashebel zu betätigen. Und davon gibt es halt zum Beispiel 50 Punkte, jetzt beim Flugzeugstart. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, bei dir wahrscheinlich nicht so viel. Aber das ist letzten Endes der Sinn und Zweck einer Checkliste. Das heißt, wenn du dir überlegst, okay, was habe ich in meinem unternehmerischen Alltag für Probleme, übersetzt Stress, dann ist für diesen Stress, für diese Probleme wahrscheinlich sehr, sehr häufig irgendein Prozessfehler verantwortlich. Und das solltest du dir aufschreiben. Du solltest dir aufschreiben, okay, welcher Prozess war das? Was für ein Fehler ist da jetzt letzten Endes passiert? Was genau hätte anders gemacht werden müssen? Wenn es menschliches Versagen ist, dann kann man das bis zu einem gewissen Punkt natürlich auch in der Checkliste irgendwo abfangen. Ab einem gewissen Punkt dann aber auch nicht mehr. Aber du wirst halt relativ schnell merken, okay, vielleicht 80-90% von den Dingen, die passieren, die hätte ich auf eine Checkliste packen können. So, und jetzt kommt immer das Totschlagargument, was wir als A&M quasi entgegengebracht bekommen. Wir haben keine Zeit dafür, das zu machen. Wir haben keine Zeit dafür, eine Checkliste zu erstellen. Wir haben keine Zeit dafür, eine Checkliste zu benutzen. Und das ist am Ende des Tages ein riesen Trugschluss, weil ja, okay, eine Checkliste zu erstellen, das kostet ein bisschen Zeit. Das ist aber Zeit, die du als Unternehmer haben musst. Beziehungsweise, wenn du eine gewisse Größe hast, müssen es deine Teamleiter haben. Wenn die Teamleiter oder der Geschäftsführer die Kapazität nicht haben, so eine Checkliste zu erstellen, dann sind die Probleme woanders. Ja, dann musst du schauen, dass du dir die Zeit dafür nehmen kannst, hier die Zeit wirklich am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen. Und wenn euch die Zeit fehlt oder wenn dir die Zeit fehlt, so eine Checkliste wirklich auch zu verwenden in der Praxis, dann ist das ein riesen Trugschluss, weil dann hast du dich letzten Endes mit dem Leben abgefunden oder mit dem unternehmerischen Ablauf abgefunden, der jetzt gerade bei dir existiert. Und der ist vielleicht sehr fehleranfällig. Und diese Fehler kosten dich letzten Endes Zeit. Also eine Checkliste zu verwenden, würde dich nach dem ersten oder zweiten Mal, wo du sie verwendet hast, wahrscheinlich schon wieder in den positiven Zeitbereich bringen, wenn es jetzt darum geht, deine Zeit irgendwie zu rechnen. Weil du wirst durch diese Checkliste, wenn du es halt, keine Ahnung, wenn der Prozess 5 Minuten länger dauert, dann wirst du beim dritten oder vierten Mal vielleicht eine Stunde sparen, weil irgendein Fehler nicht passiert ist. Und ein Fehler ist ja, wie gesagt, nicht nur Zeit, haben wir gerade schon besprochen, ist auch Zeit und Nerven, die du irgendwie dafür bezahlen musst. Das heißt, im Grunde genommen ist das ein Quatschargument. Das ist, wenn man so möchte, Bequemlichkeit. Setz dich also hin und mach, wie gesagt, mal auf jeden Fall diese Übung. Rekapitulier deinen Tag. Was für Stress hatte ich heute? Was für Probleme hatte ich heute? Waren es Prozessfehler, die für diese Probleme verantwortlich waren? Und kann ich die irgendwie vorwegnehmen durch zum Beispiel eine Checkliste? So, und wenn du wissen möchtest, wie solche Checklisten aussehen, das ist der Riesenvorteil, den die A&M nun mal hat. Wir haben 700 Partner, mehr als 700 Partner sogar. Wir haben natürlich für gewisse Sachen Blaupausen, weil in einem Montagebetrieb für Terrassendächer passieren die gleichen Probleme, egal ob in Süd- oder Norddeutschland. Und deswegen können wir für manche Sachen schon Blaupausen stellen. Also wenn dich das interessiert, guck auf jeden Fall mal bei uns vorbei. Ansonsten, wie gesagt, abonniere diesen Kanal, schau dir die nächsten Videos an, dann verpasst du hier nichts mehr und dann wünsche ich dir viel Spaß beim nächsten Video.